glauben, die drei relevantesten Dinge in dieser Debatte sind folgendes. Erstens, wir brauchen die Türkei, weil es ein NATO- und IS-Kämpfen, brauchen wir einen stabilen, echten Staat, der Teil der NATO ist und nicht irgendeine separatistische Bewegung, die sich erst überhaupt wieder organisieren sollte. Und außerdem glauben wir, dass die PKK tatsächlich zu Recht verboten bleiben sollte. Ein großer Teil davon wurde schon von der ersten Opposition behandelt. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Punkte in dieser Debatte, die noch unterbeleuchtet sind. Und zwar erstens, wie wird es eigentlich den Kurden gehen? Und wir wollen ja eigentlich alle das Wohl der Kurden hier voranbringen. Aber niemand hat sich bis jetzt die Frage gestellt, was wird tatsächlich in der Türkei passieren und wie wird es den Kurden dort irgendwie ergehen und der kurdischen Sache an sich international und im Ansehen, wenn wir jetzt tatsächlich diesen Schritt tun. Und zweitens, wenn wir tatsächlich mittelfristig bis langfristig denken, weil offensichtlich gibt es einen Umbruch in der Region. Die erste Regierung hat gesagt, wir wollen die kolonialen Grenzen überwinden. Die sagen, es gibt tatsächlich momentan eine aufbrechende Bewegung und es ist nicht unwahrscheinlich, dass demnächst ein kurdischer Staat irgendwo dort entsteht. Dann sollten wir auch als EU vor allen Dingen uns überlegen, mit wem wir dort paktieren und wen wir unterstützen. Und wir glauben, es sollten vor allen Dingen die Peschmerga sein und nicht die PKK. Und wir sollten jetzt nicht anfangen, das irgendwie aufzubrechen. In meiner Rede werde ich über die zweiten Dinge sprechen, die beiden Sachen. Erstens, was wird für die Kurden passieren und warum ist es nicht im Sinne der ersten Regierung, die irgendwie gesagt hat, das allererste, was wir wollen, ist den Konflikt noch mit Diplomatie lösen, bevor er eskaliert. Der Konflikt wird dann erst richtig eskalieren, weil ihr keinen Einfluss auf die Türkei und ihre Gesetze habt und wie das Ganze dort gesehen wird. Und zweitens möchte ich darüber sprechen, warum wir als EU uns strategisch sinnvoll positionieren sollten und auch in Richtung eines stabilen, neu entstehenden Kurdistan, der wahrscheinlich im Nordirak entstehen wird, nachdem dieser Krieg dort irgendwann zu Ende geht, eher für die Peschmerga sein sollten und nicht jetzt irgendwie die PKK legitimieren sollten. Und warum das besser ist, auch in eurem Sinne, wenn ihr neue Grenzen ziehen wollt, weil die Frage ist nicht einfach nur neue Grenzen zu ziehen, sondern diese Grenzen müssen auch zukunftsfähig sein, damit wir nicht in 20 Jahren wieder irgendwie eine Eskalation von Kriegen über Grenzen hinweggehen. Vorher ein bisschen an Rebuttal. Zuerst das, was Philipp hier gerade in die Debatte eingebracht hat. Die Idee war hier irgendwie, wir müssen die Kurden und die Türkei einigen, dann können wir besser gegen den IS kämpfen. Eine Sache wurde noch gar nicht genannt in dieser Debatte. Die Türkei hat nicht wirklich einen wirklichen Anreiz, gegen den IS zu kämpfen, weil der größte Gegner und Feind der Türkei momentan Assad ist. Und das Gute, was die IS in den Augen der Türkei macht, ist gegen Assad kämpfen. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Türkei Schwierigkeiten hat, zusammen irgendwie mit den USA zusammenzuarbeiten, weil sie sagt, wir arbeiten nur mit euch zusammen, wenn ihr den Sturz Assads als deklariertes Ziel in dieser Koalition aussagt. Und dazu ist Obama und dazu ist die EU nicht bereit. Das heißt, die Türkei hat einen ganz anderen Feind und eine ganz andere Strategie, in der die IS sich ganz anders einfügt als die Interessen des Westens. Das heißt, einfach nur die Kurden und die Türkei zu einigen, wird nicht plötzlich uns helfen, den IS zu bekämpfen, weil die Türkei ganz eigene Interessen verfolgt, zu Recht oder nicht. De facto ist es aber so. Zweitens, diese großen Fortschritte, die wir mit der PKK angeblich gemacht haben, sagen wir mal, es stimmt. Selbst wenn sie tatsächlich so friedlich sind, wo die erste Opposition euch gezeigt hat, es stimmt nicht. Selbst wenn sie tatsächlich so friedlich geworden wären, manchmal gibt es auch andere Gründe, sie trotzdem nicht von der Liste zu nehmen, weil die Dynamiken in der Türkei selbst nochmal ganz anders sind. Wir in der EU erkennen vielleicht an, dass sie nach der Theorie und dass die Kriterien, die auf der Liste irgendwie sind, eigentlich nicht mehr terroristisch sind, aber in der Türkei selbst ist die Situation nochmal ganz anders und die Türkei ist noch nicht da, wo wir angekommen sind. Deswegen sollten wir realpolitisch und auch aus diplomatischer Sicht nicht unseren Partner vor den Kopf stoßen, weil die erste Regierung wollte mit Diplomatie arbeiten. Diplomatie bedeutet nicht, wir stellen uns hin und sagen euch, was korrekt ist, sondern wir arbeiten mit euch zusammen und akzeptieren eure Sicht und versuchen zusammen eine Lösung zu finden. Wir akzeptieren die Sicht der Türkei aber ganz und gar nicht, sondern sagen einfach nur, ihr habt Unrecht, ihr solltet sie endlich anerkennen. Das funktioniert hier nicht und es gibt andere Gründe, warum wir sie trotzdem auf der Liste lassen sollten, die pragmatisch und auch praktisch für die Kurden selbst in der Türkei und für die Anliegen der Kurden in der Türkei viel mehr Sinn machen. Dann diese Idee ganz am Ende, Radikalisierung kommt einfach durch starke Unterdrückung. Das liegt in der Geschichte, das mag sein. Fakt ist aber auch, dass sie weiterhin radikalisiert sind und deswegen müssen wir auch einfach pragmatisch als Staat, auch aus Sicht der Türkei, auch aus Sicht der EU sagen, wenn jemand radikal ist, ja, vielleicht war irgendjemand daran schuld, dass er radikal geworden ist, aber wir müssen jetzt damit umgehen, dass er unseren Staat zerbomben möchte oder dass er sagt, wir möchten einen eigenen Teil von diesem Staat abspalten, um unseren eigenen Staat zu haben. Und Stefan möchte denen gerne Waffen geben, ja? Das ist nämlich ein tolles Ergebnis, wenn sie nicht mehr auf der Terrorliste sind, dann können wir ihnen Waffen verkaufen. Was werden sie mit diesen Waffen machen? Was glaubst du, was sie machen werden? Ich glaube, sie werden gegen die Türkei kämpfen und der Konflikt wird einfach explodieren und eure Diplomatie, die ihr da irgendwie einbringen wollt, ist einfach dahin. Erster Punkt, es ist katastrophal.
katastrophal für die Kurden in der Türkei selbst und das Ansehen der Kurden, wenn ihr das hier macht. Es wurde schon erklärt in der ersten Opposition, der Konflikt, und es sitzt sehr tief in der Türkei. Es ist einfach, es geht ein Riss mitten durch die Gesellschaft und der muss intern aufgearbeitet werden. Nur weil die EU sagt, die PKK ist keine Terrororganisation mehr, wird Erdogan nicht sagen, oh ja, lasst uns das auch hier ändern. Lasst uns all die Gesetze auf einmal ändern und dann auf einmal darf die PKK mit ins Parlament ziehen. Sie dürfen ihre Sprache sprechen und so weiter und so fort. Ihr schwächt die moderaten Kräfte, die von der großen türkischen Mehrheit auch akzeptiert werden, nämlich diese kurdische Partei, von der du selbst geredet hast, die mit der türkischen Mehrheitsgesellschaft zusammen Fortschritt erkämpft. Es geht vielleicht langsam, aber es geht stärker voran als damals, als die PKK mit Waffen gegen die türkische Gesellschaft gekämpft hat. Das heißt, ihr schwächt sie, wenn ihr jetzt quasi diesen radikalen Arm stärkt. Ihr gebt ihnen ein Safe Haven in Europa, wo sie plötzlich nicht mehr illegal sind, wo sie sich Konten aufmachen können, wo sie Spenden sammeln können, mit denen sie dann selber Waffen kaufen können. Die müsst ihr ihnen gar nicht mehr verkaufen, die können sie sich selbst besorgen. Es schadet dem Ansehen des kurdischen, der kurdischen Sache, wo wir zum Beispiel sehen, dass das gestiegen ist, weil die Peschmerga eben momentan als Kurden wahrgenommen werden, die sinnvoll und produktiv und friedlich und konstruktiv arbeiten. Und jetzt kommt ein radikaler Gegenspieler, der das Ganze kaputt macht. Wir glauben, die Türkei wird sogar noch repressiver werden, weil sie eben Angst hat, weil sie sieht, der Feind wappnet sich im Ausland, und zwar im europäischen Ausland. Wir müssen jetzt anfangen, hier intern uns zu schützen. Das heißt, die Repressalien gegen die Türken im Land werden viel mehr steigen. Der Fortschritt, der vielleicht erkämpft wurde oder möglich wäre in den nächsten Jahren, wird nicht stattfinden und wird zurückgeworfen werden, weil die Türkei eben, wir sehen momentan, es explodiert jetzt schon intern. Also diese Friedensgespräche, die stattgefunden haben, gehen jetzt schon den Bach runter, weil Erdogan einfach Angst hat. Und das wird sich verstärken, wenn die EU sich jetzt hinstellt und eben diese Terrororganisation einfach unterstützt und sagt, ihr solltet sie irgendwie zulassen. Der zweite Punkt ist die Zukunft, ja? Denn es ist nicht wahrscheinlich, dass demnächst ein kurdischer Staat entsteht. Ich freue mich sehr für die Kurden. Sie haben es verdient, nachdem wir sie irgendwie 100 Jahre verarscht haben im Mittleren Osten. Und dieser Staat wird sehr wahrscheinlich im Norden Iraks sein. Und das ist gut. Das ist gut, dass die Peschmerga dort stehen und die Peschmerga als die Repräsentanten eines kurdischen Staats wahrgenommen werden. Weil die Peschmerga Stabilität leisten können. Weil sie de facto schon seit Jahrzehnten einen Staat am Laufen haben, weil der Irak einfach nicht funktioniert. Wenn wir jetzt quasi den Gegenspieler, weil die Peschmerga wollen nichts mit der PKK zu tun haben, genau aus den Gründen stärken, schwächen wir diesen potenziellen Staat, der einfach stabiler wäre, ohne irgendwas wie die PKK. Und aus all diesen Gründen bitten wir Sie, gegen diesen Antrag zu stimmen.